So, willkommen zu einer Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go und wir sind bei Kapitel 4 von 9 angelangt und der Professor redet wieder. Das steht bei dessen. Oh, es hat sich in ein Meltan verwandelt. Hat ein paar Mal Wandler eingesetzt. Ihr könnt die Texte natürlich selber lesen. Deswegen rotzen wir das einfach mal durch. Elektro, Stahl, Bäm. Und das sind schon die neuen Aufgaben. Fange 5 Pokémon vom Typ Stahl. Fange 5 Pokémon vom Typ Elektro und verdiene 5 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel. Vorhin habe ich noch gesagt, da kann ich ja das ruhig drin lassen, was ich jetzt habe. Da muss ich nicht auf 1 Kilometer wechseln. Das werde ich jetzt aber trotzdem machen, weil ich keinen Bock habe, dann 15 Kilometer zu laufen statt 5. Und ja, Stahl, Elektro, da fangt euch einfach 5 Magnetilos. Die sitzen eh hier überall. Da habt ihr gleich beides mit einmal fertig. Boom. So, jetzt haben wir 4 von 5 Pikachus und da sitzt noch das 5. Das nehmen wir noch schnell mit. Mann, sieht das Bild wieder schmierig aus. Hoffentlich haut es nicht ab. Wir waren noch immer lieb dazu. Bitte bleibt drin. 1, 2. Hey, und da ist es drin. 5 von 5 Elektro-Pokémon. Und 5 gute Würfe auch fertig, aber das gehört ja gar nicht dazu. Aber da habe ich den Mund mal wieder zu voll genommen und gesagt, fangt einfach 5 Magnetilo, dann habt ihr gleich beide Aufgaben gleichzeitig fertig. Auf dem ganzen Weg bis hier runter 1 Magnetilo gehabt, sehr schön. Fehlen immer noch 4 Stahl-Pokémon. So, da ist das 2. Magnetilo und ich habe mir das eigentlich einfacher vorgestellt, aber die sind ja so scheiß selten. Trotzdem läuft man 2 Stunden durch die Gegend und findet ein einziges. Dann rennt man nochmal 3 Stunden durch die Gegend und findet ein 2. Wow! Jetzt fehlen also immer noch genug. Ich glaube, das zieht sich noch. Pikachu, kein Problem. Elektro, kein Problem. Sitzt ja überall rum, aber Stahl? Das kann natürlich noch dauern. Aber wir geben nicht auf. Am besten, wir nehmen jedes live auf Kamera mit auf. Weil das ist was ganz Besonderes. So, da sind wir zurück. Da haben wir das nächste Magnetilo. Das drücken wir mal fix an. Und wenn ich Glück habe, sind es sogar 2. Weil eins hier an dieser komischen Sonnenuhr, die man da oben sieht, sieht man echt gut, die man an, die an der Sonnenuhr gesessen hat. Und jetzt war das plötzlich nicht mehr in der Nähe bei. Aber am Rathaus wurde noch eins angezeigt. So. Das Rathaus. Die Pikachu ignorieren wir alle mal, die können ja nur shiny sein. Der hat schon, der braucht schon shiny, meine ich. Ich habe das jetzt gesehen von zu Hause und bin komplett vom Stuhl gefallen in alle Ecken gleichzeitig. Deswegen laufen wir mal hier hinter. Vielleicht hätte ich auch gerade ausgemusst zum Dönermann. Das ist nämlich genau, da sitzt. Wie konnte es anders sein? Das sitzt vom lokalen Dönermann. Da haben wir es jetzt erwischt. Bam! Wenn das jetzt drin ist, fehlt genau noch 1. Ja, und natürlich noch 3 Bonbons vom Buddy. 4 von 5. Wunderbar. So, jetzt ist wieder alles ruhig. Der Puls fährt wieder runter. Kilometer werden gelaufen, aber erstmal warte ich auf Bob. Der wollte heute noch vorbeikommen, so Penis Bro. Und genau, da kann ich auch jetzt die Pikachu in Ruhe mitnehmen. Das müsst ihr ja nicht sehen, also bis dann. So, da sind wir zurück, weil wir natürlich zu faul sind, auf Magnetilo-Jagd zu gehen. Da ist übrigens der Bob, der wieder komplett am Ausrasten ist. Ich habe vorhin noch gesagt, ich gehe erstmal in den Raid natürlich. Dann erzähle ich die Geschichte meines Lebens. Also gehen wir in den Magnetilo Raid. Der ist nämlich nur noch 1 Minute da. Und ich hoffe, dass es den trotzdem als Shiny gibt. Ah, schon wieder einen Pass kaufen. Einfach rein damit. So. Ich habe vorhin noch gesagt, ich brauche noch 1 Magnetilo und ich brauche noch 2 Bonbons. Und da ist noch ein Raid und den kann man ja machen und dann, ach Ramon, nein, nicht auf.
Und jetzt rastet er aus, weil er selber noch zwei Raids braucht und will das Magnetilo machen. Und so hat man nur noch eine Minute Zeit gehabt, musste nochmal durch die Halbstadt. Und jetzt stehen wir hier und haben immer noch eine Minute Zeit gehabt, also voll unrealistisch. Aber jetzt wird der Raid noch schnell mitgenommen. Dann ist das auch fertig, wenn ich's fange. Wenn nicht, habe ich Pech. Hab noch schön gesagt, 5 Magnetilo müsst ihr fangen, da ist gleich beides fertig, aber nein. So, und das Problem wirst du dann später nämlich auch haben, dass du 5 Stahl und 5 Elektro fangen musst. Mensch, die können sich nicht benehmen hier, die kleinen Kinder immer. So. Ja, aber wir melden uns am besten zurück, wenn wir es fangen und dann geht's ab. So, und da liegt es auch schon in der Ecke, 750 WP. Wie viel hat deins? Verrate ich mir nicht. Verräter nicht, okay. Kein Verräter, Bob. Magnetilo wurde gefangen. Bäm! Und da ist es nämlich voll. Wir bewerten mal, kannst mit allen aufnehmen. Angriff hoch. Was? 764? Mir ist es auf dem Kopf und spiegelverkehrt und keine Ahnung. Also meins ist schon mal schlecht, hat aber den besten Satz und dann nur Dreck. Jetzt brauchen wir noch 2 Bonbons mit dem Kumpel und dann sind wir auch schon mit Kapitel 4 fertig und sehen uns in Kapitel 5. Einfach alles explodiert. So! Ja, hier ist Ramses der Dicke und es geht weiter. So, da sind wir zurück. Das Kapitel 4 ist jetzt vollendet, denn das 5. Bonbon ist dazugekommen. Da hinten scheint die Sonne. Ach, ist das romantisch. Wir holen mal die Belohnungen ab. 2000 Erfahrungspunkte bei jedem, 4000 Sternenstaub, 5 Bären, 5 Sonderbonbons. Darüber werden sich einige Leute natürlich riesig freuen. Und ja, das war's mit Kapitel 4 von 5. Was er jetzt zu erzählen hat, das sehen wir uns dann im neuen Kapitel an. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.